Jo, meine Freunde, was geht und ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge von Breaking Point. Ich freue mich extrem, dass es dabei seid. Und zwar sind wir heute in Kapitel 6 in Mexiko. Zwei Monate später, nach unserem letzten Video. Okay, eigentlich sind es nur circa drei Tage oder so. Ich glaube, am Freitag kam die letzte Folge. Ja, wir gucken mal rein. Okay, wir sind hier. Ricardo verlässt Renault 2021. Dann haben wir ab nach Mexiko. Und auch hier nochmal ein Track Race im Sommer 1968. So, Mom ruft an. Mom. Aiden, Ma. Ich bin angekommen. Oh, gut. Hatte mir schon Sorgen gemacht, weil der Flug Verspätung hatte. Keine Sorge, alles in Ordnung. Und sie kümmern sich auch gut um dich? Besser als in Silverstone. Gut. Du hast mir da echt Glück gebracht, Mom. Hoffentlich klappt das hier auch. Ich versuch's. Ja, so schön. Mach du, was du immer machst und alles wird... Danke, Mom. So, perfekt. Alles wird gut. Wir sind während des Rennens, also wir sind wieder in einem Szenario drin. Ich freue mich wirklich extrem, bin aber ein bisschen skeptisch, was da so passiert. Ich habe leider kein Setup, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Deswegen, ja, abonniert den Channel gern kostenlos, schaut auch unbedingt gerne auf unseren Social Media Channels vorbei. Und wir... Okay, dann gehen wir mal rein. Okay, wir sind mitten im Rennen. Hier in Mexico City, da ist ja Hamilton, glaube ich, Weltmeister geworden letztes Jahr. Noch sieben Runden sind zu absolvieren. Alles okay? Ja, gut. Ich glaube, wir können anfangen anzugreifen. Wo ist Kasper? Vor dir. Aber mach dir um ihn keine Gedanken. Versuch, ach, come on. Kasper ist vor mir. Verstanden. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt perfekt. 2,5 Sekunden. Schließe vor 17. Was? Ich hatte den, Ohrstecker nicht drin. Das ist ein ekelhafter Bug in letzter Zeit. Wenn man seine Kopfhörer in den Controller ansteckt, überhaupt auf Xbox, ich weiß nicht, ob es auf PlayStation auch so ist, aber dann bekommt man teilweise nicht, jetzt kommt der Sound wieder. Und auch am Hauptbildschirm kommt dann kein Sound, ich weiß nicht genau. Vettel nur auf 11, außerhalb von den Punkten, wir nur auf 12. Wir müssen vor Runde 17 an Ackermann vorbei. Ich glaube, dann kommt ein Szenario. Achso, okay. Das heißt, das bedeutet, wir werden also nur 8er. Aber natürlich ist es auch wichtig, hier an Ackermann jetzt mal dran zu kommen. Boah, die Strecke ist ziemlich cool. Bin ja auch schon teilweise ohne Traktionskontrolle gefahren, weil die echt sehr flach ist und weit oben ist. Bottas! Bottas nur auf 10? What's happened, Alter? Was geht hier ab? Das wird aber heute ein kurzes Szenario, wenn wir eine Runde dort an 1,20 nur. Es gibt aber DS immerhin und schnellste Rennrunde. Wir gönnen uns ein bisschen Magnussen Windschatten und Ackermann ist jetzt 8er. Das wird tricky. Das wird echt tricky. Aber ich denke mal, wir können den holen. So, da la. Allein die Vorstellung, dass wir hier als Rookie mit Bottas kämpfen, der in einem der besten Autos sitzt, ist schon ziemlich weird. Muss ich echt zugeben. Aber wir kommen schön dran hier. So, auch hier an Bottas wunderbar vorbei. Nächste Station ist Ricciardo. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein, weil den hatten wir auch schon mal als Gegner. In Frankreich, in Le Castellet. Morgen kommt auch wieder mein Team, um ein bisschen Werbung einzubauen. Und es kommt jetzt jeden zweiten Tag Breaking Point, deswegen freut euch. Ich möchte auch unbedingt endlich wissen, wie das Finale aussieht. Und hier kommen wir nie um die Kurve. Da sollten wir uns hier ein bisschen aufpassen. Es sind nur noch 5,3 Sekunden auf Ackermann. Und wir haben noch 6 Runden, also das ist wieder easy going. So, hier ins Stadion, wo dich 30.000 Formel 1 Begeisterte anjubeln. Aus der Kurve raus. Ricardo reicht nicht ganz, wir haben noch kein DRS, deswegen wird er da wahrscheinlich wegziehen. Ah, doch nicht. Wir kommen hier. Der Windschattenfaktor ist wahrscheinlich auch ein bisschen da. Ah, doch nicht. Guck mal, es geht wieder nach oben. Ich hab das, ich musste auch das ES abdrehen und deswegen. Aber jetzt die erste Kurve. Auf der Geraden sind wir nicht so verdammt stark, aber dafür hole ich das alles in diesen schnellen Kurven wieder raus. Und jetzt auch in Windschatten. Kasper nur 3,6 Sekunden vorne. Und ich bin sehr gespannt, wie das ganze Szenario aussehen wird. Oh, 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 Ricardo! Hier das ganze ES eigentlich aufspannt bis Start und Ziel, weil. Da brauchst du es eigentlich am meisten. Ist eh klar. Wir haben nur noch 6 Runden. 5 Runden. 6 Runden, 5 Runden. Keine Ahnung. Aber das Auto lässt sich echt gut steuern in dem Game. Also ich weiß nicht genau, welche Setups sie benutzen. Aber
Ah, jetzt sollten wir eher mehr ins Rutschen kommen. Aber noch ein bisschen schneller sein. Nein, Blödsinn. Jetzt geht's ins Szenario. Alle erkennen heute die Oh nein! Ich bin sehr gespannt. Von der Tribüne als auch von zu Hause aus. Da hast du auf jeden Fall recht. Oh nein. Ins Stadion ran. Da geht eigentlich nicht um. Heute hat er eine fehlerfreie Vorstellung abgeliefert. Aber jetzt kommt's drauf an. Es gibt es doch Spannungen. Sein Teamkollege ist jetzt direkt hinter ihm. Wir kommen dran, DS, Windschatten. Und da zupfen wir raus. Er zupft. Wieder ab. Das darf man ja gar nicht. Das darf man nicht. Jetzt geht's nicht mehr nach. Und er drückt uns ja von der Strecke. Oh, der Super-GAU. Beide draußen. Jetzt hat er den Vogel abgeschossen, Ackermann. Jetzt hat er den Vogel abgeschossen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Im Briefing. Halleluja. Das war sehr unerwartet. Also wirklich, das hätte ich nicht geglaubt, dass der uns das so abklatscht. Pause mal kurz. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und da stehen wir nun. Ich in der Mauer. Ackermann auch neben der Strecke. Rote Flagge vermutlich, weil ja beide draußen sind. Geht's uns gut? Okay, sind das wir? Ich denke schon. Oh mein Gott, ich bin abgefuckt. Oh mein Gott, ist Aiden abgefuckt. Und das war so unnötig. Das war so verdammt unnötig. Erinnert natürlich fett an Spanien 2016. Und jetzt kommt Butler, fuck you. Obwohl, das Rennen geht ja noch weiter. Jetzt geht's, oh nein, ins Briefing. Zur Besprechung, die ich unbedingt mal sehen wollte. Ackermann auch schon da. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Wir waren doch hinten. Wir haben Millionen in euch investiert. Millionen. Die Stimme. Führt euch auf wie zwei kleine Schulkinder. Ach komm, und das ist jetzt unfair. Du hast dieses Jahr viel zu beweisen, Junge. Und du tust so, als hättest du nichts falsch gemacht. Und jetzt zu dir. Du weißt es doch besser. Ihr widert mich an. Ihr solltet euch schämen. Gott! Das sind Worte. Ach du heilige Scheiße. Ich will nichts von dir hören. Ich sollte euch beide feuern, und zwar auf der Stelle. Ihr habt die ganze Saison für uns versaut. Das waren wichtige Punkte auf jeden Fall. Das Team ist mehr als nur ihr beide und eure dummen Streitereien. Es reicht. Nächstes Mal seid ihr beide raus, ist das klar? Das sind harte Worte. Ich mich für den Rest der Saison selber ansteuer. Ich denke mal, das Herz gibt's immer. Raus mit euch. Das war hart. Und so unnötig. Was passiert jetzt? AlphaTauri! Deswegen war sie noch schon egal. Lass mich. Hey. Hey. Ach so, was hat er gesagt? Er hat gedroht, uns zu feuern. Macht er nicht. Darum geht es nicht. Ich lass dich in Ruhe. Wie geht's, Lily? Macht sie sich Sorgen? Nein, sie hat dich aus dem Auto steigen sehen. Sie ist bei deiner Mutter. Okay, gut. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Oh, aber warum ist er zu AlphaTauri gegangen? Und deine Familie liebt dich. Alles andere ist nicht so wichtig. Genau so ist es. Wir sehen uns später. Auch die Schilder ziemlich cool gemacht. Aber du musst mindestens ein Entschuldigung jetzt dabei sein. Rodriguez Resultate. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich jetzt. Ja, gucken wir uns mal das hier an. New Posts, ja. Tommy Opium, was für ein Schlamassel.
gut, dass ihm nichts passiert ist. Ich fasse es nicht. Ich hoffe, Casper ist okay, aber Aiden natürlich auch. Okay, immerhin keine puren Verstappen-Fans, wie teilweise puren Verstappen-Fans, die da echt teilweise mad waren, weil der ja ausgeschieden ist in Großbritannien. Bin am Boden. Komm schon, Jungs, das ist unter eurer Würde. Auf jeden Fall, er hat auch noch ein Bekannter aus dem Netz hier seine Meinung dagelassen. I-Team, jemand muss Brians Reiseurne in Sicherheit bringen. Reiseuren, sorry. Lucas Driver, The Big Advance. Okay, diesmal kann... Ja, das war auf jeden Fall nicht so geplant und auch ein sehr kurzes Video heute, deswegen, ja. Nächstes Mal geht es auf jeden Fall weiter. Abonniert den Channel gern kostenlos und lasst doch gerne Däumchen oben da. Schauen, wir sehen uns hoffentlich auf Instagram oder TikTok. Später kommen auf jeden Fall noch Videos. Also vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin, danke fürs Zugucken und... Only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline.